Exklusiv und nur bei uns der neue Prototyp der E&L M4 GBB namens Sobmod Block 2DX. Los geht's! Mein Name ist Dennis und ihr seht den Sniper's YouTube Channel. Viele von euch werden E&L bereits als Hersteller hochwertiger AK-SIG Modelle kennen. In den USA und Asien zum Beispiel ist E&L bzw. EMI Landarms auf diesem Gebiet eine feste Größe. E&L versucht sich jetzt allerdings auch an einer M4 GBB Version, dessen Prototyp ich hier vor mir liegen habe. Ob diese Waffe mit bereits bekannten und etablierten Herstellern mithalten kann, schauen wir uns jetzt genauer an. Der erste äußere Eindruck der Waffe ist schon mal durchaus positiv, denn es wurde viel Stahl und hochwertiges Aluminium verbaut. Lediglich der Schaft und der Pistolengriff bestehen aus Polymer. Vorne angefangen haben wir hier zum Beispiel einen Steel Flash Hider mit 14 mm Negativgewinde. Darüber hinaus besteht auch der komplette Außenlauf aus hochwertigem Stahl. Das etwas über 30 cm lange Schienensystem ist aus Aluminium CNC gefräst worden. Dort können dann natürlich alle gängigen Anbauteile und Optiken, wie hier zum Beispiel das neue Echo Mod 3 Scope von NC-Star angebracht werden. Beim Gehäuse wurde auch wieder Aluminium verwendet, allerdings in einem sehr schönen schwarzen Finish. Die M4-typischen Bedienelemente bestehen allesamt aus Stahl. Da wären zum Beispiel der von der linken Seite aus bedienbare Bolt Catch sowie die Sicherung aus Stahl. Wie gehabt kann man auch beim GBB-Prototypen der E&L M4 zwischen Safe und Semi wählen. Der Vollautomodus ist aufgrund der deutschen Gesetze natürlich nicht funktional. Das Dustcover auf der rechten Seite ist zusammen mit den Zerlegepins und dem Magazinauswurf auch aus Stahl. Beim Charging Handle wurde hier allerdings wieder auf Aluminium zurückgegriffen. Dafür haben wir aber mit der Slingaufnahme an der Buffer Tube für One-Point Slings und dem Forward Assist auch wieder Bauteile aus Stahl. Zu guter Letzt haben wir hier noch den Steel Trigger. Etwas enttäuschend ist hier allerdings das Geräusch, das man beim Trocknen und Abfeuern hört. Denn das klingt sehr dumpf. Aber da es sich hierbei noch um einen Prototypen handelt, bin ich mal gespannt, was E&L bei der finalen Version noch auf den Markt bringen wird. Der Pistolengriff ist wie bereits erwähnt aus mit Nylon verstärktem Polymer hergestellt und liegt sehr gut in der Hand. Bei der Buffer Tube wurde hier wieder Aluminium verwendet und beim Schaft handelt es sich um einen taktischen, in der Länge verstellbaren Crane Stock. Das waren einige Details zum Äußeren der Waffe. Wir schauen uns jetzt an, wie es mit den Internals aussieht bzw. mit der Spielbarkeit der Waffe und dafür nehmen wir die Airsoft jetzt mal auseinander. Für das Field Stripping wird M4 typisch vorgegangen. Zuerst entnehmt ihr das Magazin, ladet die Waffe durch und sichert danach den Abzug. Nach dem Lösen des Zerlegepins könnt ihr Lower Receiver von Upper Receiver trennen. Danach kann der Verschluss mit Hilfe des Ladehebels herausgezogen werden. Auch beim Buffer ist hier wieder Stahl in Verwendung. Beim Verschluss wurde auch nur Stahl verbaut und das Nozzle wurde extra stabil aus Polymer designt. Auch der Hammer der Abzugseinheit ist aus Stahl, was beim GBB Cooldown bekanntlich für Stabilität sorgt. Auch das Einstellen des Hop-Ups gestaltet sich hier noch etwas schwierig durch eine Bohrung im Schienensystem. Dafür wird auch ein Imbusschlüssel oder etwas Vergleichbares benötigt. Ausgeliefert wird die E&L M4 GBB mit einem 38 Schuss Magazin aus Stahl. Allerdings empfehlen wir hier nur ca. 35 BBs in das Magazin zu laden. Um das Magazin in die Waffe zu laden, muss die Waffe zuerst vorgespannt werden, da sonst der Hammer das Magazin blockiert und danach kann man erst das Magazin in die Waffe einführen. Danach nochmal einen BB nachladen und schon kann es mit dem Schusstest losgehen. Im Schusstest auf 15 Meter wurde ein Trefferbild mit nicht allzu großer Streuung erreicht. Natürlich kann die Präzision nach korrekter Einstellung des Hop-Ups noch erhöht werden. Der Chronotest mit 0,25 Gramm BBs und Heckler & Koch Green Gas ergab eine durchschnittliche Energie von ca. 1,45 Joule. Wer also ein sehr spielbares und gut verarbeitetes AR-GBB-Modell sucht, der kann sich auf die M4-GBB-Serie von E&L freuen. Mit dem Prototyp der Sobmod Block 2DX hat E&L gezeigt, dass sie nicht nur Experten bei AK-SIG sind, sondern auch das Gas-Blowback-System ordentlich umsetzen konnten. Da es sich bei dieser Waffe, die ich in den Händen halte, um die Prototypenversion der M4-GBB handelt, bin ich noch gespannt, was E&L mit der finalen Version auf den Markt bringen wird. Das war es also soweit mit dem Review zum Prototypen der E&L M4-GBB namens Sobmod Block 2DX. Falls ihr weitere Fragen habt, besucht uns auf www.sniper-as.de, schreibt mir hier bei YouTube in die Kommentare, alternativ könnt ihr mir auch eine E-Mail an video@sniper-as.de schicken. Auf jeden Fall wichtig, abonniert unseren YouTube-Channel, indem ihr hier unten auf den Abonnieren-Button klickt, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Dafür haben wir euch auf der rechten Seite noch drei weitere Videos verlinkt. Wir wünschen wie immer viel Spaß beim Anschauen. Das war es soweit von mir und dem neuen E&L M4 GBB-Modell bzw. dem Prototypen. Schreibt mir also in die Kommentare, was ihr von dieser Waffe haltet. Wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich werde die restlichen Schüsse noch leer feuern. Bis dahin, auf Wiedersehen.